Silvana, du spielst ja Frauenfußball. Wie bist du eigentlich zum Frauenfußball gekommen? Ich habe ja bei den Jungs begonnen und da geht es nur bis zum 16. Lebensjahr und dann muss man rüber zu den Frauen und dann bin ich sozusagen mit dem Frauenfußball in Kontakt gekommen, habe dann beim FFC angefangen und so ging es dann weiter. Ja. Aber warum hast du dich ausgerechnet für Fußball entschieden? Weil ich meine, in der heutigen Gesellschaft ist es immer noch nicht natürlich, dass Frauen unbedingt sagen, ich will Fußball spielen. Das kam einfach so. Also auf dem Fußballplatz war ich dann irgendwie immer mit den Jungs als einziges Mädchen. Jetzt den genauen Grund kann ich auch nicht sagen, es hat einfach Spaß gemacht, mit den Jungs zu kicken. Und ja, so ging das dann weiter. Ich habe zu Beginn Touren gemacht, das habe ich dann schnell beiseite gelegt und wollte dann lieber auf dem Fußballplatz. Ist es ein Unterschied zwischen, wenn man mit Männern trainiert oder wenn man mit Frauen trainiert? Ist ein großer Unterschied. Also allein schon körperlich, das Tempo, es macht schon viel aus. Also ist schon eine große Spanne dazwischen. Aber ich glaube, da darf man auch den Frauenfußball und den Männerfußball nicht vergleichen, sondern das als zwei sozusagen getrennte Sportarten ansehen. Ja. Jetzt hattest du ja, sag ich mal, schwerere Verletzungen in deinem Leben und hast dich immer wieder zurückgekämpft. Wie ist das so, wenn man so alleine auf einmal in der Reha vor sich hin trainiert mit einem sehr, sehr weit entfernten Ziel, was eventuell sogar am Ende im Karriereende münden könnte? Ja, da gab es schon harte Phasen. Da bin ich ganz froh, dass ich die Familie hatte, den Edo, der mich immer wieder aufgebaut hat mit dem Training. Und ja, muss man sich irgendwie durchkämpfen. Also, aber man kann sagen, dass man da immer wieder gestärkt rauskommt, weil man wirklich eine Phase hat, an der man in allen Bereichen an sich arbeiten kann. Und ja. Gibt es dann irgendwann im Training da auch mal so den Punkt, dass man sagt, ich lasse es einfach, weil in Anführungszeichen, im Frauenfußball verdient man ja jetzt nicht die Summen wie im Männerfußball. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, das macht dann die Leidenschaft aus. Also da hat man einfach, es macht einfach so einen Spaß, man liebt diesen Sport und deshalb tut man das. Also da, gut, lukrativ ist es halt nicht, aber man tut es für sich und dementsprechend lohnt sich da, also hat es sich für mich gelohnt zu kämpfen da und sich wieder ranzuarbeiten.